Es ist immer erfolgsversprechend, mit dem Nutzer, mit dem User, beispielsweise im Shopfloor zu beginnen. Sich wirklich mit diesen Problemen, die ein User im Shopfloor im Produktionsprozess besitzt, auseinanderzusetzen. Warum? Man löst eventuell nicht nur das eine Problem seines Mitarbeiters oder seiner Mitarbeiterin, sondern vielmehr industriespezifische Use Cases innerhalb des Umfelds Smart Factory, die dann auch als neue Services anderen Unternehmungen zur Verfügung gestellt werden können. Ein zweiter Tipp ist hier auch das schrittweise Vorgehen, ja, das Implementieren von einzelnen Pilotprojekten, das Sammeln von Erfahrung und dann auch die Bewertung des Nutzens von diesen Implementierungen. Ja, und ein dritter Tipp, vielleicht einer der wertvollsten, ist das Ausschauhalten nach Kollaboration. Es gilt hier immer, auch eigene Kernkompetenzen im Blick zu behalten und diese sinnvoll zu ergänzen, um Technologien von beispielsweise Partnerunternehmen. Das hilft, IoT-Projekte gemeinsam erfolgsversprechend zu gestalten. Sich mit den Möglichkeiten von KI zu beschäftigen, ist essentiell. Wir sehen, dass Unternehmen mit einer hohen digitalen Reife immense Wettbewerbsvorteile gegenüber ihrer Konkurrenz besitzen. Diese Wettbewerbsvorteile entstehen durch eine kosteneffiziente Produktion, weil Unternehmen ihre Produktion verstehen, weil die Produktion transparent ist, weil Daten dafür vorliegen. Diese Daten müssen natürlich als Basis gesammelt werden, gespeichert werden, aber dann muss man auch entsprechende Schlüsse aus diesen Daten ziehen. Das bedeutet, man muss diese auswerten mit geeigneten Tools. Im Zeitalter nun von Big Data und von einer vielfältigen Anwendung, von einer Vielzahl von Sensoren, ist es wichtig, hier den Roboter, die Maschine als Unterstützung hinzuzuziehen, diese Daten auszuwerten mithilfe von passenden Algorithmen. Ja, und die Erkenntnisse, die ich dann aus den Ergebnissen der KI gewinnen kann, helfen mir als Beispiel, Stillstandszeiten von Maschinen zu reduzieren, indem ich weiß, wann sich Fehlerbilder andeuten können. Darüber hinaus, ein anderes Beispiel, ist die Qualitätsverbesserung, indem ich bestimmte Fehlermuster erkennen kann und bevor sie passieren, einschreiten kann. Ja, und als drittes Beispiel sind auch Energieeinsparungen zu nennen, indem ich Erkenntnisse aus meinem Maschinenpark besser für die Kapazitätsplanung nutzen kann.